Hallo Freunde, willkommen bei Meister der Erfindungen. Du solltest immer ein paar Tic-Tacs in deiner Tasche haben. Man weiß ja nie, ob die Liebe deines Lebens nicht gleich um die Ecke kommt. Schneide mit einem Teppichmesser die Etiketten auf beiden Seiten ein und entferne den gesamten Deckel. Achte darauf, dass du beim Öffnen nicht die Tic-Tacs verschüttest. Sobald die Tür offen ist, kannst du alle Bonbons leicht herausnehmen. Lege sie beiseite. Wir machen mit dem Lötkolben ein Loch oben an einer der Seiten. Nach dem Durchstechen der Schachtel legst du diese erstmal zur Seite, denn wir brauchen jetzt so einen Stecker. Hole deinen Multi-Schraubendrehersatz, nimm einen Kreuzschlitz heraus und stecke ihn in den Griff. Den Rest kannst du weglegen. Entferne mit dem Schraubenzieher die Schrauben, die den Stecker zusammenhalten, damit wir beide Metallstifte entfernen können. Diese Stifte sind für unsere Selbstverteidigung wichtig, also entferne alle Schrauben, um an die Stifte zu kommen. Du fragst dich bestimmt, wie diese Stifte dich schützen sollen, wenn du abends angegriffen wirst. Geduld, wenn du das Endergebnis siehst, wirst du es verstehen. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, baue deine Mini-Kreissäge mit allen notwendigen Teilen zusammen. Ich wusste bis vor 2 Jahren nicht mal, wie man so etwas zusammenbaut. Hast du jemals daran gedacht, deine Finger da hineinzustecken, obwohl du wusstest, was passieren würde? Unser Verstand ist manchmal ein Rätsel. Säge das Plastikteil, das die Stifte festhält, durch. Sobald du die Stifte in deiner Hand hast, setzen wir den Stromkreis zusammen. Dieses Teil mit Drähten scheint ein Energiewandler oder etwas Ähnliches zu sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber dieser wird nützlich sein. Befestige einen kleinen Magneten an unserem Schraubenzieher, um ihn zu magnetisieren und kleine Schrauben anzuziehen. Führe einen der Drähte in den Stift ein, positioniere ihn und zieh die Schraube fest, indem du Druck erzeugst. Der Draht sollte nicht herausfallen. Wiederhole diesen Schritt mit dem anderen Kabel, der Schraube und dem Stift. Das sieht aus wie Antennen oder ein riesiges Insekt. Wenn du damit fertig bist, lege die Stifte mit den Kabeln zur Seite. Du brauchst jetzt den Deckel unserer Tic-Tac-Schachtel. Öffne die Klappe und gib etwas Heißkleber um die Öffnung, aus der die Bonbons herauskommen. Und schließe sie dann wieder. Mache mit dem Lötkolben ein Loch in den Deckel, wie du es bei mir im Video sehen kannst. Mache ein weiteres Loch, welches nur 1 Zentimeter vom ersten Loch entfernt ist, um die beiden Stifte einführen zu können. Befestige sie mit viel Heißkleber. Die Stifte müssen so geklebt werden, dass nur ein paar Millimeter Abstand zwischen ihnen bleiben. Suche eine wiederaufladbare Batterie in deinem Batteriefach und verbinde sie mit einem weiteren Paar Kabel. Bringe den Stromwandler und die Klammern zurück, um die Drähte zu verbinden. Hole dir Isolierband und wickle es um die Stellen, an denen wir die Drähte gerade verbunden haben. Das überschüssige Band kannst du abschneiden. Ich wäre derjenige in den Filmen, dem man sagt, drück nicht auf den roten Knopf, und der ihn trotzdem drückt. Es würde mich ärgern, es nicht zu tun. Verbinde die restlichen Drähte mit den Stiften des roten Knopfes und sichere beide Verbindungen mit Isolierband. Du kannst das auch mit dem Lötkolben machen. Ich habe es schließlich mit einer selbstgebauten Lötlampe versucht. Psst, Spoiler! Nimm den Behälter vom Anfang und schneide ihn mit einer Schere durch, bis du das Loch erreichst, das wir gemacht haben, damit du den Knopf mit den Drähten leicht hindurchführen kannst. Verbinde die Drähte mit Batterieklemmen und stecke den gesamten Schaltkreis in die Tic-Tac-Schachtel. Schließe den Behälter und fertig! Wer wagt es jetzt, dein Essensgeld zu klauen? Obwohl wir hier aus rechtlichen Gründen sagen, dass es ein elektrisches Feuerzeug ist. Ups, das Licht ist ausgegangen. Als Kind habe ich es geliebt, mit Zündhölzern zu spielen. Ich war begeistert, wenn die Funken flogen und der Rauch aufstieg. Wenn ich die hier sehe, werde ich nostalgisch. Wir brauchen auch eine Wäscheklammer. Trenne vorsichtig das obere Stück ab und entferne den Metallteil. Nachdem du beide Teile der Wäscheklammer vor dir liegen hast, müssen wir als nächstes einen kleinen 45-Grad-Winkel unter einer der Rillen anzeichnen. Entferne die markierte Stelle mit einem scharfen Werkzeug. Das ist gar nicht so einfach mit diesem Teppichmesser. Anschließend befestige das Metallteil wieder, indem du eine Seite in den neuen Schlitz und das andere in den ursprünglichen Schlitz steckst. Damit ist unser Auslöser fertig. Suche das alte Radio, mit dem dein Großvater vor 1000 Jahren die Nachrichten hörte, denn wir brauchen die Antenne, die dazu gehört. Misst zunächst die Antenne mit Hilfe der Wäscheklammer aus.
Hole dir ein scharfes Teppichmesser und entferne die Schrauben, um die Antenne vom Radio zu trennen. Jetzt kannst du die Antenne zuschneiden. Du kannst dafür auch ein anderes Werkzeug benutzen. Ich habe mich für ein Werkzeug entschieden, das zum Schneiden von Papier oder Pappe entwickelt wurde, aber ich mag es, wenn ich mich anstrengen muss. Sobald wir das Metallrohr haben, markieren wir damit die beiden Holzstücke mit einem Bleistift, so wie du es bei mir sehen kannst. Jetzt müssen wir einen Kanal für das Metallrohr erstellen. Wenn du möchtest, kannst du mit einem Bleistift alles markieren, was du dann ausschneiden musst. Mache das gleiche mit dem anderen Teil. Ich wette, du kannst nicht erraten, womit wir es schneiden werden. Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Ganz genau, mit dem Teppichmesser. Warum nicht? Nun, ich zeige dir, wie du es mit einfachem Werkzeug machen kannst. Zuerst machst du mehrere Schnitte entlang der gesamten Länge der Markierung und entfernst dann die Holzspäne mit dieser Bewegung. Ich empfehle dir, Handschuhe zu tragen, damit keine gefährlichen Splitter in deinen Fingern stecken bleiben. Ich habe keine an, weil ich groß und erfahren bin. Glätte die Schnitte mit etwas Schleifpapier, damit sich das Metallrohr gut einfügen lässt. Lege die Teile zusammen und markiere den oberen Teil, wo die Kabine unseres Geschosses hinkommen soll. Orientiere dich an den Rillen, die bereits vorhanden sind. Schneide den markierten Teil wie eine Tomate, bis es so aussieht, wie du es bei mir sehen kannst. Vergiss nicht, auf beiden Seiten zu schneiden. Gib Silikonkleber auf das andere Stück. Bringe dort das kleine Stück an, das wir im vorherigen Schritt abgeschnitten haben. Setze eine Kappe auf das Metallrohr und drücke sie fest an. Gib Heißkleber in die Rille und klebe das Metallrohr fest. Nach dem Trocknen noch mehr Heißkleber auftragen und das Ganze mit dem anderen Stück verschließen. Schneide aus ästhetischen Gründen das überschüssige Silikon nach dem Trocknen ab, damit es cooler aussieht. Mit dem gleichen Teppichmesser, welches uns heute so sehr geholfen hat, entfernst du die Folie, die das magische Pulver im Inneren dieser Patronen schützt. Nimm ein Streichholz und schneide mit einer Zange viele kleine Holzstücke ab. Diese werden Teil des Körpers der mächtigen Geschosse sein. Gib Heißkleber auf ein Ende jedes Stücks und befestige es an dem magischen Pulver in den Patronen. Schneide mit dem Teppichmesser jede Mini-Patrone aus. Ich empfehle, ein Stück Pappe darunter zu legen, damit der Tisch deiner Mama nicht zerkratzt wird. Sie sind wirklich klein! Ein kleiner Blick auf das Endprodukt. Jetzt müssen die Teile nur noch in der Kabine platziert werden. Wow, wie schön, genau wie die, die ich als Kind hatte. Nein, ich weine nicht. Es ist perfekt. Sieh dir die Kraft an, nichts kann sich ihm widersetzen. Und es erhält meine Dunkelheit. Das waren die Erfindungen von heute. Schaut euch meinen Kanal an, wenn ihr lernen wollt, wie man weitere erstaunliche und einfache Erfindungen umsetzen kann. Außerdem gibt es hier wie immer 2 Videos über weitere tolle Erfindungen. Und hier kannst du meinen Kanal abonnieren, damit du keins meiner Videos verpasst. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Tutorial dabei wart und bis zum nächsten Mal.